Willkommen zu meinem allerersten Schwangerschaftsupdate in dieser zweiten Schwangerschaft. Für all diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, das ist hier meine zweite Schwangerschaft. Ich habe einen Sohn, der heißt Michael. Der ist schon 6 Jahre alt, also liegt meine letzte Schwangerschaft 7 Jahre zurück. Ich muss euch eine Sache sagen, es haben mich so viele Fragen erreicht. Die werden wir auch nach und nach hier in dem Schwangerschaftsupdate beantworten. Da wären wir jetzt direkt schon bei der allerersten Frage, und zwar: Was ist der größte Unterschied zwischen der ersten Schwangerschaft und der zweiten Schwangerschaft? Und das ist definitiv bei mir die Schwangerschaftsübelkeit. Ich hatte in der ersten Schwangerschaft vor 7 Jahren im ersten Trimester ab und zu Übelkeit. Das ist normal. Es war jetzt nicht extrem schlimm, vielleicht 4, 5, 6, 7 Mal gefühlt übergeben, aber damit hat es sich. Von dieser Schwangerschaftsübelkeit war ich aber in dieser Schwangerschaft komplett im ersten Trimester verschont. Leute, in den ersten 3 Monaten habe ich nicht einmal mich übergeben. War ich so, so dankbar, weil ich keine Lust darauf hatte, weil man sich einfach so schwach fühlt. Und ich bin nun mal nicht in meiner ersten Schwangerschaft, wo ich ausschlafen kann, wo ich einfach den Tag so ein bisschen nach mir gestalten kann. Alle Mamas da draußen wissen das, wenn du ein Kind hast. Der Kleine geht in den Kindergarten, ich stehe morgens auf, koche sein Essen für den Mittag und man ist da ein bisschen durchgetaktet. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass ich in den ersten 3 Monaten absolut gar keine Schwangerschaftsübelkeit hatte. Komischerweise, also laut meiner App bin ich in der 17. Schwangerschaftswoche und komme in 2 Tagen in die 18. Schwangerschaftswoche. Das heißt, ich bin ja schon in der Mitte des 5. Monats. Ich sag euch eins: Mir ging es super gut, bis auf, dass ich extreme Müdigkeitsattacken hatte, manchmal einfach mitten auf der Couch hier eingeschlafen bin, im Laufe des Tages immer mit Wecker, damit ich die Kleinen einfach abholen kann und nicht verpasse und wegen meinem Job und Meetings. Und klar, in dieser Schwangerschaft hatte ich definitiv extreme Müdigkeit. Ich hatte extremen Kreislauf durch die Hitze, war alles gut. Aber seit Mitte des 4. Monats habe ich nun mal Schwangerschaftsübelkeit. Am Anfang, ich war mal Gemüsesushi essen, also damals ging es mir nicht gut und dachte mir, boah, ich gehe da lieber erstmal nicht mehr draußen essen, so. Dann war ich mal mit meiner Freundin koreanisch essen, dann ging es mir auch so schlecht und dachte mir, vielleicht verträgt da so mein Körper nicht, was ich draußen esse. Man sagt ja auch immer, es wird einem auch immer übel. Es ist eine Art von Schutzmechanismus vom Kind, von der Intuition, von einem Körper selber gegenüber den Lebensmitteln, die einem ja in der Schwangerschaft nicht gut tun. Das hat die Natur ja ganz gut eingestellt, ja. Aber dann habe ich gesagt, okay, dann esse ich nur noch zu Hause, vermeide es rauszugehen, obwohl ich richtige Lebemensch bin und es genieße, gerade wie die Welt gerade wieder ist. Aber leider hat mich die Schwangerschaftsübelkeit tatsächlich dann wirklich kontinuierlich jeden Morgen eingeholt. Also ich habe echt Übelkeit von morgens, wenn ich aufstehe, bis mittags um 12. Und am Anfang dachte ich mir, es liegt an meinem entkoffinierten Kaffee. Den habe ich komplett von einem Monat ab. Ich habe seitdem, glaube ich, nur noch einmal Kaffee getrunken. Gut, lag nicht dran. Dann dachte ich, es liegt an Orangensaft, weil ich sehr gerne im ersten Trimester, wir kommen auch später zu den Schwangerschaftsgelüsten, die ich in dieser Schwangerschaft hatte. Also pack dir einen Tee, pack dir einen Kaffee, falls du das heute Abend siehst, schnapp dir dein Abendessen, es dauert etwas länger. Dann dachte ich, okay, vielleicht tut es mir nicht so gut, vielleicht zu viel Säure, vielleicht, weil ich hatte keinen frisch gepressten Orangensaft, die sind ja nicht so säure, sondern eher alkalisch, weil frisch, egal, anderes Thema. Aber nein, lag auch nicht dran. Dann habe ich mich wirklich kontinuierlich jeden Morgen übergeben und mir ging es so schlecht. Und da hatte ich euch ja auch ein paar Fragen gefragt auf Instagram, ob ihr einen Tipps habt gegen Schwangerschaftsübelkeit, weil momentan ist es bei mir so, ich stehe morgens auf und ich kann nicht essen. Also ich habe auch nicht so Hunger. Das ist auch etwas, was ein großer Unterschied zur ersten Schwangerschaft ist. In der ersten Schwangerschaft mit Michael war ich wie ein Mähdrescher. Ich habe Gelüste gehabt, ich habe gegessen. In dieser Schwangerschaft genau das Gegenteil. Ich musste mir Reminder setzen, dass ich mir 5-mal am Tag was zu mir nehme, weil ich appetitlos war. Ich hatte keinen Durst. Das ging wirklich 4 Monate so lang. Dann habe ich einfach generell nicht so Appetit gehabt. Aber Appetitlosigkeit in Kombination mit Übelkeit ist jetzt nicht so gut. Und ich habe gemerkt, dann habe ich mich wieder so ein bisschen dran erinnert, was habe ich damals in meiner Chemo zu mir genommen, als es mir so schlecht ging, weil, blödes Beispiel, aber man hat auch in der Chemo sehr oft sich übergeben wegen den Giften. Und da ist mir eingefallen, ich habe früher sehr gerne Brühen zum Frühstück gegessen, einfach wegen der Mineralien. Ich habe es euch hier kurz eingeblendet. Ich habe mir nämlich heute Morgen schon eine Gemüsebrühe gemacht. Da es heute Morgen schnell gehen musste, einfach nur mit meiner Alnatura Gemüsebrühe. Ansonsten diejenigen unter euch, die mich kennen, die wissen, ich mache meine eigenen Suppensalze selber, weil ich immer sehr gerne wissen will, was in diesen Produkten drin sind. Und ich mache das einmal alle 3 Monate und habe meine Ruhe. So habe ich angefangen, wieder morgens Brühen zu mir zu nehmen. Und da ging es mir echt schon viel besser. Ich merke so, dass man
Kreislauf sich stabilisiert hat und ich da nicht mehr so einfach wegtrete. Ein bisschen Reis in der Brühe oder ein paar Suppennudeln am frühen Morgen. Ja, hätte ich auch nie gedacht, dass ich morgens mit Suppe anfange, aber so ist es nun mal. Ich trinke sehr gerne etwas mit Zitrone, weil ich habe das Gefühl, wenn ich an Zitronen rieche, geht es mir ein bisschen besser. Ich habe es mir einfach so hergeleitet. Ich beschäftige mich ein bisschen mit Chakren und so und Solarplexus und Magen und da dachte ich mir, komm, Schnupper an der Zitrone wird schon nicht schlecht sein, weil so zitrische Öle sind ja auch gut, wenn es einem, ja, wenn man irgendwas auf dem Magen hat oder generell Kamele, alles was gelb ist, ist einfach gut. Aber Schwangerschaftsübelkeit ist ein bisschen besser geworden, seitdem ich das mit der Gemüsebrühe und Zitrone nehme. Aber es hilft einfach nur Augen zu und durch. Ich glaube, da kann man echt so viel nicht machen. Ich habe aber keine Hypermenses, wie das heißt. Deswegen bin ich da noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich gehe zum Frauenarzt und lasse mir Medikament verschreiben. Es gibt Medikamente für Frauen. Also falls du unter extremer Übelkeit leidest, sprich doch mit deinem Frauenarzt. Gibt auch ein zugelassenes, glaube ich, für Schwangere. Ich greife gerne zu meinem homöopathischen Nux Vomica. Das ist das hier. Die einen glauben an Homöopathie, die anderen sagen, das ist Hokuspokus. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit homöopathischen Mitteln. Ich habe mein erstes Mal die Berührungspunkte, als der Kleine gezahnt hat, da hat man so Osanit gekauft und als das Zahnfleisch ein bisschen wehgetan hat, habe ich mich ein bisschen mit Homöopathie einfach beschäftigt, weil ich einfach kein... Du gibst einem Säugling einfach keine starken Medikamente, beziehungsweise versuchst es natürlich zu vermeiden. Und auch durch mein Lipödem, dadurch, dass ich sehr oft blaue Flecken hatte, habe ich immer sehr gern Arnika genommen. Auch beim Kleinen, bei Stürzen Arnika. Und ich habe einfach meine guten Erfahrungen. Deswegen, ich teile mit dir hier meine Meinung. Falls du nicht dran glaubst, ist total in Ordnung. Ich versuche hier keinen zu überzeugen, aber ich habe sehr gute Erfahrungen einfach mit Homöopathie. Und das Nux Vomica ist mir wieder eingefallen, dass ich das immer in meiner Reiseapotheke dabei hatte, wenn wir irgendwo hingereist sind. Und da nehme ich auch so ein paar Kügelchen morgens auf leerem Magen und mittags und abends. Das in Kombination mit der Brühe geht es mir ein bisschen besser. Das war zu den Schwangerschaftsübelkeiten. So, nachdem wir zu der Übelkeit gekommen sind, kommen wir doch zu meinen Schwangerschaftsgelüsten, die ich in dieser Schwangerschaft hatte. Also in allerersten Schwangerschaft, weiß ich noch, hatte ich Gelüste auf tunesischen Dror, das ist ein Sorghumbrei. Ich hatte Gelüste auf Gurken, ich hatte Gelüste auf Auberginen. Und diese Schwangerschaft ist ja komplett anders. Ich habe mich wirklich, also A, hatte ich die Appetitlosigkeit, habe ich euch vorhin erzählt. Aber wenn ich dann mal was gegessen habe, da war es einfach nur Sauerkraut. Ich habe wirklich einen Krauttopf, so Demeter Sauerkraut immer, alle 2 Tage vernichtet und der war echt riesig. Dann habe ich Gelüste nach Lauch gehabt. Ich habe nur Lauchsuppen zu mir genommen. Dann richtig weirdy, also richtig weirdy Gelüste. Dann habe ich auch ganz viel jeden Morgen Zitronenwasser auf leerem Magen getrunken. Ich hatte eh das Gefühl, dass im ersten Trimester mein Körper so nach anti-entzündlichen Sachen geschrien hat. Ich hatte auch Lust auf rohen Knoblauch, auf Lauch, auf Zwiebeln. Ich hatte Lust auf Basilikum. Ich habe hier so einen kleinen Kräutergarten hier in meinem Balkon und ich bin da einfach morgens hingegangen. Und wenn ich dann gegessen habe, einfach Basilikum raus, eine Handvoll gewaschen und gegessen. Also Zwiebeln, Knoblauch, Basilikum, Sauerkraut, also Vitamin C hat mein Körper geschrieben. Vitamin C in Form zu Zitronenwasser. Basilikum muss irgendwas auch antiseptisch, ich weiß nicht, irgendwas drin haben, weil mein Körper einfach so dermaßen geschrien hat. Und ich glaube, ich habe so eine Art Entschlackung gemacht, weil ich habe wirklich im ersten Trimester so viel abgenommen, unbewusst. Ich hatte ja noch einen Cortisonbauch und ihr wisst, ich habe die letzten 2 Jahre ein bisschen schwierige Zeit in meinem Leben gehabt. Und da sind so ein paar Pölsterchen übrig geblieben, was für mich ja total in Ordnung ist, weil ich habe meine Gesundheit wieder und das ist für mich das Wichtigste. Aber ich sage euch eins, auf der Waage hat sich nicht viel getan. Waage juckt mich auch nicht, muss mich nur wiegen, immer beim Frauenarzt. Aber ich habe voll abgenommen, mein Gesicht ist dünner geworden. Ich passe plötzlich in alte Lederjacken wieder rein. Ich passe plötzlich in alte Oberteile wieder rein. Und irgendwie hat mein Körper am Anfang irgendeine Art Vitamin C, desinfizierende Sachen gebraucht. Frag mich nicht, was es war. Also Sauerkraut, Zwiebeln, Knoblauch, Oliven. Ja, wahrscheinlich für Omega-3 oder so. Ich habe so viele Oliven gegessen. Diese Phase ist bei mir tatsächlich vorbei. Ja, kommen wir zu den Sachen, die ich gar nicht sehen kann, wo ich beim bloßen Anblick direkt losbrechen konnte. Das war Schokolade. Ich kann keine Schokolade bis heute sehen. Ich weiß es nicht. Ich hatte nur einmal Lust auf Schokokrossis
Und nach 2 Stück wurde mir auch wieder schlecht. Also ich konnte keine Schokolade essen, ich kann keine angebratenen Zucchinis essen, ich weiß nicht warum und ich liebe Zucchini. Wer mich kennt, ich koche ein, ich fermentiere. Für mich gibt es immer so diesen sauren Zucchini-Salat oder Senf-Zucchini eingelegt. Frag mich nicht, ich kann es einfach nicht. Was kann ich auch momentan nicht? Eier. Verstehe ich von der Natur, wahrscheinlich Hitze, Salmonellen, Körper will das nicht, aber allein der Geruch, pju, ciao. Ging noch in panierten Schnitzel und im Kuchen, aber muss nicht sein. Mein Partner, der liebt sehr gerne Sucuk und Ei und das ist echt eine Überwindung für mich, das jedes Mal zu riechen. Deswegen bin ich dankbar, dass wir diesen Filter hier zu Hause haben. Mir ist eine Sache gerade eingefallen, ich kann momentan keine Tomaten zu mir nehmen, also rohe Tomaten. Und das Lustige, am Anfang meiner Schwangerschaft habe ich mir von der Coro Drogerie so ein 2-Kilo-Pack, glaube ich, getrocknete Tomaten gekauft und habe die einfach so gegessen. Genau, getrocknete Tomaten waren auch bei mir am Anfang. Aber jetzt kann ich keine rohen Tomaten. Ich glaube, das war es mit den Aversionen, die ich habe. Wie schon gesagt, als Jugendliche habe ich immer gedacht, alle Frauen übertreiben. Aber diese Gelüste und diese Abneigungen sind einfach vom anderen Level und ich akzeptiere sie einfach so, wie sie sind. Und das stimmt, du kannst, glaube ich, 3, 4 Kinder haben. Jede Schwangerschaft wird einfach anders sein. Ich komme auch gleich zu den Dingen, die ich zu mir nehme während der Schwangerschaft, welche Pflegeprodukte ich mir jetzt auch gekauft habe, weil ich fange jetzt mal an. Und ich zeige euch auch meinen Bauch. Wobei ich sagen muss, mein Bauch ist einfach nicht so groß. Er ist größer wie in der ersten Schwangerschaft, das stimmt schon. Ich habe jetzt schon so Bauch wie damals im 7., 6. Monat mit Mikael, aber dennoch, ja, immer noch ein bisschen flacher, so wie ich das empfinde. Genau, kommen wir doch lieber zu den Sachen, die ich momentan zu mir nehme. Und zwar mein Arzt hat mir Folsäure von Anfang an empfohlen, Vitamin D hat er mir empfohlen und da habe ich einfach, bin ich umgestiegen auf Femibion. Jetzt nehme ich aktuell Femibion 2, weil ich im 2. Trimester bin. Am Anfang im 1. Trimester habe ich das Femibion 1 zu mir genommen. Das sieht jetzt ungefähr so aus. Ich meine, jeder Frauenarzt tut euch dann etwas anderes empfehlen. Das ist frei verkäuflich. Im Müller bei der Apotheke gefühlt. Überall. Und da ist auch Vitamin B6, B12. B6 ist übrigens sehr, sehr wichtig, falls die eine oder andere von euch vielleicht auch unter extremer Schwangerschaftsübelkeit liegt, kann es auch vielleicht an einem Vitamin B6-Mangel liegen. Also so Dinge wie Bananen und Avocado dürft ihr sehr gerne zu euch nehmen, sind Vitamin B6-haltig. Ich habe mir auch letztes Mal Avocados gekauft, weil, ja, wenn die Übelkeit da echt einsetzt. Und das hat mir, an dem Tag habe ich tatsächlich mich nicht übergeben, ja. Entweder das ist ein guter Zufall oder es ist so, obwohl hier drin Vitamin B6 ist. Die nehme ich jeden Morgen. Kommen wir jetzt zu den Produkten, die ich mir im DM gekauft hatte. Ich hatte in der ersten Schwangerschaft B-Oil. Ich weiß nicht, in dieser Schwangerschaft hat es mich jetzt nicht zu B-Oil gezogen. Ich habe mir gekauft von Alverde Naturkosmetik die Mama Körperbutter Bio Malve. Soll angeblich die Elastizität und die Festigkeit der Haut steigern. Wir wissen alle, dass es genetisch bedingt ist. Wir wissen alle, dass es auch von der Ernährung abhängt. Wir wissen auch alle, dass es natürlich auch von der Pflege abhängt. Und die Kombination aus allen dreien, glaube ich, ist ganz gut. Aber wenn dann einfach Schwangerschaftsreifen entstehen, dann ist es halt nun mal so. Das ist die Alverde Körperbutter. Ich habe sie noch nicht mal geöffnet. Dann habe ich mir auch noch von Belly Button. Es ist ein Körperöl mit Mandelöl und Traubenkernöl. Gegen Dehnungsstreifen, ohne Farbstoffe, vegan. Was stand hier dran? Null Farbstoffe, null tierische Rohstoffe. Will ich aber hoffen, wenn da vegan draufsteht. Weiß nicht, ob es die besten Öle sind. I don't know. Auf jeden Fall, das habe ich jetzt ein paar Mal auf meinem Bauch drauf gemacht. Es riecht eigentlich ganz gut, ganz angenehm. Mag ich nur nicht so, wenn es so heiß ist, weil ich das Gefühl habe. Es zieht zwar gut ein, aber ich setze dann lieber auf Creme. Glaube ich jetzt in die nächste Woche, wenn es, oder diese Woche, wenn es wieder so heiß wird. Was kann ich euch noch erzählen? Achso, momentan ist es wirklich so bei mir so, diese Schwangerschaft, die läuft parallel. Die ist nicht irgendwie mein Hauptfokus. Und das war komplett anders. In der ersten Schwangerschaft war meine erste Schwangerschaft mein Hauptfokus. Und die läuft einfach parallel. Und mir ist das aufgefallen, ich teile, also ich habe kein separates Büro, sondern ich habe ein Büro zusammen mit meinem Mann und 2 anderen Unternehmern. Und da waren wir in einem Gespräch und dann hat er mich gefragt, ja, wie weit bist du? Und als ich gesagt habe, 17. Schwangerschaftswoche, dann meinte er, oh ja, ist bald Halbzeit. Und als er gesagt hat, ist bald Halbzeit, hat es bei mir irgendwie so einen Gong gemacht, dass ich mir, mich so langsam um den Kinderwagen kümmern. Ich habe nämlich so eine Liste von Dingen, die ich will. Ich will eine Federwiege, weil ich habe das gefühlt bei jedem gesehen und die Babys schlafen da sehr gut drin. Ich möchte einen Kinderwagen mit einer sehr großen Wanne. Mein Mann ist 1,96, ich bin 1,76. Mein kleiner Spatz, der ist jetzt mit 6 Jahren auch schon sehr, sehr groß. Wir sind eine große Familie. Ich
brauche einen Kinderwagen, ich muss mich damit demnächst auseinandersetzen. Ich will auf jeden Fall wieder eine Babytrage. Ich habe viele Produkte, die ich damals hatte, verschenkt, verkauft, weil ich einfach auch irgendwann mal an meinem Punkt in meinem Leben gedacht habe, ich kriege keine Kinder mehr oder Familienplanung ist abgeschlossen, habe ich alles hergegeben, so wie das Leben nun mal ist. Dann, was habe ich gesagt? Federwiege, Kinderwagen, Babytrage. Ich möchte wieder einen Cozy Me Schlafsack. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine in der Garage. Ja, ich weiß halt das Geschlecht noch nicht. Das ist das, was mich auch voll viele gefragt haben. Wir kommen jetzt zu euren Fragen. Deswegen habe ich gesagt, das Video wird sehr lang. Ich weiß das Geschlecht nicht. Ich habe nämlich den Harmony-Test verweigert. Ich wollte den nicht machen. Ich habe die Nackenfaltenmessung ganz normal mit meinem Frauenarzt gemacht. Aber ich habe den Harmony-Test einfach nicht gemacht. Warum sage ich euch das? Weil, wenn du den Harmony-Test machst, dann weißt du auch sehr früh, was für ein Geschlecht du bekommst, weil die ja irgendwie übers Blut sehen, was für eine DNA, Erbgut, frag mich nicht. Aber ich habe es ja nicht gemacht und ich bin aktuell in der 17. Schwangerschaftswoche, man weiß ja ungefähr das Geschlecht ab der 16. Aber mein nächster Arzttermin, Frauenarzt, ist nun mal erst Ende August. Das heißt, ich muss mich noch ein bisschen gedulden. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das Geschlecht wissen will. Für mich ist es nur besonders wichtig, meinen kleinen Sohnemann, ja, beim Gender Reveal, dass er, wenn wir den Luftballon machen, dass er ihn auf jeden Fall aufpiekst, weil ich möchte ihn überraschen. Ich möchte sehen, ob das, was wir all die Jahre geredet haben, echt ist. Ob das sich manifestiert jetzt. Ich habe euch im letzten Video auch gesagt, mein Sohn, seitdem er reden kann, redet immer von seinem Geschwisterchen mit einem bestimmten Namen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Genau, das heißt, zu eurer auch meistgestellten Frage ist, ob ich mich vom Geschlecht überraschen lassen möchte. Ich kann es euch nicht sagen. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, ich kenne mich, ich bin sehr neugierig und da ich ja alleine zum Frauenarzt gehe, ohne meinen Partner, ich will es mir irgendwie nicht per Brief geben. Ich werde auf jeden Fall eine Babyshower hoffentlich haben und machen, weil ich das liebe, aber beim Gender Reveal geht es mir eher um meinen kleinen Sohn, nicht um mich. Deswegen kann sehr gut sein, dass ich es gerne wissen will. Habt ihr Angst, dass ein zweites Kind die Beziehung erneut belasten könnte? Erstens muss ich sagen, mein kleiner Spatz, der erste, hat die Beziehung nie belastet. Das war auch nie der Grund für unsere Trennung. Ich weiß, statistisch gesehen scheiden sich 40%, glaube ich, aller Ehen. Vor allem auch nach dem ersten Kind war bei uns nie der Fall, war bei uns ja nie die Thematik. Aber ich habe euch immer gesagt, ich schütze meine Privatsphäre und rede da nicht drüber. Eine erneute Belastung kann nicht stattfinden, weil mein Sohn oder unser Sohn nie die Belastung für uns war. Es hat einfach ganz andere Themen gehabt. Ob ich mich vorbereiteter fühle, ich sage es euch ganz ehrlich, nein, ich fühle mich nicht vorbereiteter. Ich weiß jetzt ungefähr, was auf mich zukommt, wenn das Kind zahnt. Ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt mit dem Stillen. Stillen war für mich, puh, da habe ich echt durchgekämpft. Das war nicht so einfach Brust hin und nee. Ich bin irgendwo auf die Herausforderungen vorbereitet und mein Mindset ist ja auch ein anderes. Ihr wisst ja, ich coache Frauen zum positiven Mindset und auch ich habe ja in den letzten Jahren eine extreme Transformation hingelegt. Und natürlich schöpfe ich aus meinen Erfahrungen, aber habe jetzt auch ein ganz anderes Mindset. Wenn die Herausforderung kommt, I take it. Es ist okay. Teil meiner Reise, Teil dieses neuen Abenteuers. Und ich freue mich drauf. Und es wird Momente geben, wo ich dann wahrscheinlich müde bin oder wenn das Kind die Nacht durchmacht. Aber es gehört dazu. Und ich freue mich so sehr, weil das ist das Leben. Höhen und Tiefen, annehmen, Gefühle zulassen mit allem, was dazugehört. Ob du flensch, ob du schreist, ob du am Ende bist, ob du lachst, weil du zu wenig Schlaf hast. Es gehört dazu und es ist menschlich und es ist total in Ordnung. Ob ich mit Stoffwindeln wickeln werde? Ich glaube nicht, außer ich habe ein Sensibelchen. Wir haben im ersten Kind auch ganz normal mit normalen Windeln gewickelt. Werde ich den Namen verkünden, bevor das Baby da ist? Das werde ich diesmal tatsächlich anders machen. Ich habe es, glaube ich, in der letzten Schwangerschaft vorher verkündet. In dieser Schwangerschaft habe ich gesagt, nein, erst wenn das Baby da ist. Ob Haytham der Vater ist? Ich glaube, ich habe es jetzt 1000 Mal gesagt, aber man sieht ja immer, dass die Algorithmen spinnen. Ja, ich bin wieder mit meinem Mann zusammen. Das ist Haytham der Papa. Warum ich in meiner Schwangerschaft entspannter bin als in der ersten? Weil die Schwangerschaft einfach parallel läuft. Weil ich dieses Jahr einfach meinen kompletten Fokus aufs Business gesetzt habe. Ja, ich habe meine Firma gegründet, ich mache das Coaching, war so voll fixiert auf das und es war ein Wunsch, schwanger zu werden. Aber es ist einfach ein Wink des Schicksals, dass es so geklappt hat und ich freue mich darüber. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sagen kann, es war geplant, es war ein Wunsch. Geplant war es nicht, es war ein Wunsch. Gott, das Video ist viel zu lang, aber ihr wolltet ja. Wann ist ET? Ende Januar. Ich fühle mich irgendwie nicht wohl dabei, das genaue Datum zu sagen. Frag mich nicht warum. Aus meinem Bauch heraus. Und ich weiß mittlerweile, als eine Frau, die mitten im Leben steht, wenn die Intuition sagt, teils nicht, dann teils nicht. Einfach nur Ende Januar ist bei mir der ET.
ein Steinbock oder ein Wassermann. Wir werden sehen, weil ich selber bin Wassermann. Welche Flaschenschnuller möchtest du nutzen? Also erstens, der Miki hat leider ja gar keine Schnuller genommen. Ich habe ganz viele Schnullerketten gekauft und ganz viele Schnuller und alles personalisiert, nur mein kleiner war ein Daumenlutscher. Aber Flaschen hatte ich von Mom, die Flaschen, glaube ich, damals. Und ich glaube, ich möchte die auch wieder haben. Aber jedes Kind ist anders. Kannst du dich auch vorbereiten. Du musst ja letzten Endes den Charakter des Kindes auch annehmen. Ab welcher Woche konnte ich das Baby spüren? Tatsächlich konnte ich Miki früher spüren als jetzt. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich konnte Miki damals ganz, ganz früh schon im vierten, halbsten Monat spüren. Obwohl viele gesagt haben, es ist für eine erste Schwangerschaft relativ ungewöhnlich. Ich habe in dieser Schwangerschaft nur einen Stupser mal zusammen mit Miki gespürt. Ja. Vielleicht kommt das ein Gefühl ja noch. Ich weiß es nicht. Ist vielleicht vom Charakter jetzt auch nicht so aktiv wie Miki. I don't know. Es ist einfach so. Aber ich habe Miki definitiv früher gespürt. Ab wann kaufst du einen Kinderwagen und Autositz? Kinderwagen, wenn ich mich echt jetzt damit beschäftigen. Und ein Autositz, ja, das ist jetzt auch eine schöne, spannende Sache, weil ich habe meine ganzen Maxi-Cosi verkauft. Ich habe meine Isofix-Station verkauft. Gut, das ist auch 7 Jahre her und viel ist zwischendrin passiert. Werde ich jetzt mal alles gucken müssen. Genau, das waren jetzt eigentlich all eure Fragen zum allerersten Schwangerschaftsupdate diesen Monat, im 5. Monat. Ich werde das im nächsten, im 6. Monat auch machen. Jetzt zum Abschluss wollte ich euch noch zeigen, wie mein Bauch aussieht. Also, das Kleid sieht man ja nicht so viel, aber ich muss da jetzt schon so drücken, damit ihr seht, meinen Bauch. Man sieht so eine kleine Kugel, aber so groß ist es jetzt noch nicht. Kleines süßes Ding hier drin. Dann freue ich mich auf eure Kommentare, auf weitere Fragen unten in den Kommentaren und freue mich schon auf den nächsten Schwangerschaftsalltagsvlog, der dann ab sofort dann immer sonntags um 10 Uhr kommt. Daumen drücken, dass es mir besser geht. Ich freue mich, dass ihr mich bei dieser Schwangerschaft begleitet und sage danke fürs Zuschauen und einfach bis zum nächsten Mal. Bye!